So, ich meine, wir stehen hier einfach so bei jemandem im Hof und gibt euch mal das hier, ne? Da kannst du dich nicht dran satt sehen. Was heute passiert? Ja, ich muss dir halt mal einweisen, wie das mit den Videos und so funktioniert. Was geht ab? Was geht ab, Pascal? Bist du wieder am Fahren oder was? Ja, wir fahren auf so eine Messe. Fahrradmesse. Ach so, auf die Messe. Ja. Ja, wir müssen jetzt auch hier den Intro neu machen. Das Intro. Weil der Pascal natürlich wieder nicht richtig gemacht hat auf Aufnahme. Das ist nicht so kompliziert mit den Apps, 5 Minuten geredet und alles gelöscht. Ja, also wenn der Olli 1 nicht ausstehen kann, das ist, wenn man seine Effizienz kaputt macht. Ja, das habe ich da erklärt. Aber jetzt bin ich wieder gechillt nach dem Getriebefehler. Also erstmal, was geht ab, Peoples? Wo geht's hin? Wir fahren zur Spezialfahrradmesse und wir stellen da ja aus. Wir haben den Koffer hier voller Fahrräder. Pascal fährt gerade, ich bin bis jetzt gefahren. Wir sind schon eine Stunde gefahren, roundabout. Hatten gerade einen Getriebefehler, richtig toll. Konnten nur noch einen 4. Gang schalten und dann ist der Motor warm geworden und auf einmal macht es so und wir gucken uns beide so an, so ich so, nein. Und ist ganz still geworden. Und dann habe ich so überlegt, so, hä, irgendwie ist es laut, aber es hat keine Veränderung erzeugt im Fahrzeug. Ne? Es war halt einfach der Lüfter und dann ist mir gekommen, dass als ich von München letztes Jahr mit Feni zurückgefahren bin, war es ja auch so unsagbar laut die ganze Zeit in dem Auto. Das ist wahrscheinlich, weil einfach der Lüfter entweder vorne kaputt ist, also unruhig läuft, könnte natürlich sein, dass die Kugellager defekt sind, oder weil er einfach assi laut ist. Ging einfach so. Ja, also er hat wirklich so richtig so rumgeschrien. Ja. Egal, wir fahren jetzt auf die Messe und danach fahren wir, machen so ein kleines Van-Tour-Video da draus, fahren wir noch in die Schweiz, weil es ist halt direkt an der Schweiz. Und werden da auch noch Leute aus der Fahrradmobilen-Community besuchen. Da mal ein bisschen rumgehen, mal gucken, ob das einzelne Videos werden oder hier inkludiert wird. Wir schauen einfach mal rein. Lasst euch überraschen. Was kalt? Ja, Olli, streng dich mal ein bisschen an beim Schneiden hier diesmal, ne? Nee. Pascal pinkelt gerade. Und ich bin abgefahren. Hier sein Boot mitgenommen. Das ist einfach ein ganzen Camper von mir drin. Wenn ihr das sehen könnt. Das ist alles voll jetzt. Mann, ey. Ah! Ich bin der Olli. Keiner guckt sich meine Videos an. Weihend regelt. Gar nicht bis da hinten gucken. Da geht es einfach 7 Millionen Kilometer nach oben. Das ist so schön. Und ich wette, die Kamera nimmt es auf, weil die super ist, die Kamera. Und ich wette, alles ist viel klarer, ne, wie in Real Life, Pascal. Die macht die Nebelwolken weg, gell? Zoom auch mal in 10% rein. Ne? Zehnfach meine ich, Entschuldigung. Scheiße, wären wir heute Morgen gefahren, ne? Guck mal klarer hin. Kriegt ihr weg, so kriegt ihr zu. Du bist dort nicht so interessant für die Becken. Ein Glück sind wir die Autobahn nicht gefahren. Das hat mir noch niemals so geil wahrgenommen. Geil. Das ist doch richtig schön hier. Wir ziehen echt um, Alter. Scheiß auf alles. Scheiß auf alles. Und noch nicht mehr. Also ich mache ja ein bisschen König Schweizer Landeswehr. Bisschen Deko machen hier. Bisschen Rätschen. Zehnfach so. Boah, Junge. Digga. Und ihr fahrt einfach der Schulbus, weißt du? Ganz normal. Es ist einfach ganz normal für die Leute hier, einfach sich in den Bus zu setzen und hier rumzufahren. Und wir haben jetzt noch 50 Kilometer eine Stunde. Und dann hat der Andreas gesagt, ja, bei mir ist nichts mit Fahrradfahren, da müssen wir mit dem Zug fahren, da fährt sonst nichts mehr. Das ist nachher da irgendwo da oben, weißt du. Da müssen wir diese Standheizung anmachen, Oliver, sonst ja, friere ich ein. Ich hätte die auch immer angemacht für dich, wenn du das auch frieren bist. Weil du mit deinem Schlafsack frierst, ich in der Decke. Wir müssen noch ein bisschen abhärten. Muss man
E-Bike Solutions steht, das spiegelt so hardcore. Mach den Scheiß mal weg da. Sie auch. Dann müssen wir noch ein paar normale Standbilder machen, gell? Ich mache einfach Fotos in dem Video. Ja, 4K ist 4K, gell? Zehnfach so. Habe ich ja, das habe ich auch mit meinem Bruder gespielt tatsächlich. So, Olli, erzähl mal, wo fahren wir jetzt hin? Wir waren gerade beim Gerhard. Der baut diese abartig geilen Fahrradwohnwagen aus Kompositwerkstoff sowie alle möglichen Aufbauten. Da haben wir nicht gefilmt, es war einfach viel zu cool. Man muss auch nicht immer filmen, wenn man irgendwo ist und irgendjemanden trifft. Und jetzt fahren wir zum Andreas, der wohnt in der Nähe von den Alpen. Der hat so einen Fahrradwohnwagen von dem Gerhard. Der wohnt einfach direkt irgendwie hier direkt in den Schweizer Alpen. Das ist einfach total cool. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt Stockhornstraße. Ich bin total fasziniert von diesem Land einfach. Von den Bergen und alles. Und der Camper, der schreddert einfach dort durch. Wir hatten bis jetzt zweimal Getriebefehler angehalten, kurz gewartet, wieder ausgemacht, wieder angemacht und zack. Alles. Ja, das waren nicht mal Getriebefehler, wo der ernsthaft irgendwie nicht mehr geschaltet hätte, sondern einfach nur Spielfehler, Getriebe, ne, und dann haben wir ihn ausgemacht. Dann sieht man hier sowas einfach, so ein schönes there Schloss. There is a place. Und einfach dieses, es geht einfach steil nach unten. Guck mal, da war ein Lawinenabgang, das siehst du von hier. Das Braune. Ja, ich sehe es auch. Nach 100 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt, Bernstraße, Route 6, nehmen. Ist einfach so geil. Die Schweiz ist einfach wie Deutschland auf dem Land in den 90ern. Aber halt geiler. Einfach modern. Aber halt trotzdem noch so ist es alles gechillt. Nach 400 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt, Bernstraße, Richtung Gunten. Noch Tankstellen, ist überall noch Bäcker. Das gibt es vor uns ja gar nicht mehr. Das ist einfach cool. Du kannst überall essen gehen. Da gibt es Restaurants auf dem Land. Muss ich mal geben, was Offenheit im Brot gibt. Das haben wir gar nicht. Ja, und so teuer war es jetzt auch nicht. Bei uns hätten wir auch für drei Kaffee und drei Dingens. Wie heißt es? Drei Kaffee, drei Croissants, Gipferli. Hätte man uns auch 15 Euro bezahlt. Aber safe. Heutzutage. Und du wirst noch murrig angeguckt. Weißt du, wenn du bei uns. Ja, man merkt auf jeden Fall, die Mentalität ist wesentlich ruhiger. Bei uns in Hessen ist immer alles zack, zack. Rein, raus. Hallo, hallo, guten Tag, vielen Dank, aber ciao. Rein, raus ist gut. Ui, da ist auch rein, raus. Ach,
nicht. Ich verstehe das hier noch nicht so ganz mit den Kreisen, mit den zwei Einfahrten. Da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Wie das so. Okay. Nach 200 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Hochstraße zu bleiben. Wie soll ich jetzt nach außen kommen? Ah, okay, so man muss zweimal im Kreisverkehr abfahren auf Hochstraße. Das ist überhaupt die richtige Straße jetzt hier. Ich bin vor drüber gefahren, trotzdem. Ja, das hier ist die richtige. Nach 200 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Burgstraße zu bleiben. Die Schweizer haben es einfach verstanden. Ich war es auch. Wo ist ein Kopf? Ein Kopf holen wir nochmal in den Kopf. Nee, das ist ja ein Tankstellenkopf. Ein Tankstellenkopf. Ich raff noch, wie man Kreise benutzt. Es ist einfach unglaublich. Ich bin heute wahrscheinlich schon 100 Kreise gefahren, oder in der Zeit, wo wir in der Schweiz waren. Und eine Sekunde kurz. Da ist noch kein so ein Vorfall vorgekommen, dass man sich so fast kollidiert hätte, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Was passiert denn in Deutschland? So fahre ich durch vier Kreise und einen davon fällt mir fast jemand deutlich rein. In Deutschland habe ich so den Effekt, ich habe ein großes Auto, die Leute, Digga, was geht denn hier ab? Die Leute, Pache haben halt ein bisschen Angst vor dem großen Auto, aber in der Schweiz wird einfach auch mal Rücksicht genommen. Der Kleine, der zeigt hier ab, du. Die mal an jedem Ort, du könntest hier einfach leben direkt. Das ist einfach schön. Das ist schon wirklich schön hier, ja. Alter, wir sind ja an einem See, ne? Wir fahren hier an dem See vorbei, gib dir mal das. Oh, das ist, auch noch. Ist das, wo sind wir denn hier? Ist das Aare? Ich glaube, das ist hier dieses mit dem richtig schönen See. Ja, das ist das hier. Das ist dieser richtig abfuckkeile, mega geile See, glaube ich. Wuhuhu! Digga! Dampf und Schaufelräder. Aufnehmen, weil ich dir was Technisches erzähle. Wie viel verbraucht der Wagen hier in der Schweiz? Wir fahren gerade 200 Kilometer schon am Fahren hier in der Schweiz. Ich fahre natürlich nur, oh, Entschuldigung, ich muss hier durchseppen. Ah, da war wieder Durchstrecke. Reichweite, Betriebsstunden, Fahrtstrecke. So. Wir sind jetzt so 200 Kilometer gefahren. Wie gesagt, man muss 10 Kilometer aufrechnen. Ich habe nicht richtig gedrückt. Haben einen Durchschnittsverbrauch von 8,9 Litern. Da kann man aus meiner Erfahrung, ich mache ja immer, ich tanke immer voll, ich lege alle Zettel hier rein. Ich weiß jede einzelne Tank, jeden Kilometer, den ich gefahren bin. 0,5 Liter kann man aufrechnen, haben wir immer, wirklich immer safe dieser 0,5er Wert. Und wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde und 9 Litern. Und vorher sind wir gefahren zur Messe, sind wir 580 Kilometer gefahren und hatten einen Durchschnittsverbrauch von 12 Litern. 12,5 Litern muss man sagen, bei 56 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Also wir sind jetzt eigentlich viel langsamer, nicht wesentlich langsamer über die Zeit gesehen, aber haben halt weniger Verbrauch. Ne? Liegt halt auch daran, dass wir nicht so schnell fahren, dass der Luftwiderstand nicht so hoch ist, weil wir haben ja, ich habe ja oben noch nicht diese Blende dran gemacht an den Solarpanels, was ja auch noch wirklich sehr viel Luftwiderstand einfach zieht, die Solarpanels bremsen schon. Ja. Gebt euch einfach diese Aussicht. Und das ist natürlich jetzt richtig geil, einfach mit 9 Litern hier rumzufahren. 9,5. Und einfach, das macht mir gar nichts. Ich habe ja die Zeit gerade auch. Autobahn wäre nicht so schön gewesen. Und es juckt hier keinen. Ich fahre nicht perfekt hier 50 immer oder 80, ne? Das juckt hier keinen. Die Leute sind so entspannt. Da fährt keiner dicht auf oder hupt oder macht Lichthupe.
Was geht ab? Ich muss fahren. Ja, aber sieht man, das ist schon geil, einfach die Kamera, Junge. Das sieht doch schon besser aus als in Real Life, ich weiß nicht. Guck mal, der Pascal, der ist auch nicht so hässlich auf dem Bildern. Hast du Filter drauf? Nee, gar nicht. Ich mach das einfach so, weißt du, das ist total cool. Der kriegt uns sogar alle rauf aus dem Winkel, das ist so geil. Die drei von der Tankstelle. Ja. Ich kann es nachher ausschneiden und es gerade machen, ne? Okay. Das ist total geil, das ist, ich feier das einfach zu Tode. Aber schneidest du auch mit dem Handy? Ja, ich mach das mit dem Handy. Ich habe da sogar einen Stift dran. Ich kann dich, also wenn ich ein Foto mache, kann ich dich rausschneiden, dann sitzen nur wir beide hier drin. Okay. Das macht er ganz normal, auch mal voll schnell. Das ist echt cool, ne? Wie schneidest du? Ich? Hast du nicht den richtigen Gaming-PC da gesehen? Was für eine Software? Magix. Ich habe auch mal das, wie heißt das, DaVinci runtergeladen. Das kostet ja nichts. Mega geil, aber da mich reinzuarbeiten, hatte ich irgendwie noch nicht die Muße zu. Mein Bruder, der kann abgefahrene Scheiße schneiden. Der macht da irgendwie so werbetechnisch, macht er da immer ein bisschen nebenbei. Wenn der Filme schneidet, abgefahren. In der Schweiz auf. In der Schweiz aufzumachen ist schon wesentlich geiler wie woanders, ne? Ja, übrigens, wir haben, glaube ich, gar nichts mit erzählt. Wir haben ja noch so ein scheiß Boot gekauft, beziehungsweise der Pascal, für 20 Euro, was wir die ganze Zeit hier immer rein und raus machen müssen. Und deswegen sind wir auch teilweise, warte doch mal gerade die 30 Sekunden, ein bisschen abgefuckt, beziehungsweise ich. Und ja, wir waren gerade hier beim Andreas und das gibt ein extra Video, das könnt ihr euch dann reinziehen. Leider nicht alles aufgenommen, weil es einfach zu viel war und wir ein bisschen fertig waren. Aber hier beim Andreas haben wir alles aufgenommen und es war richtig geil. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Es wird richtig das geile Video. Guck mal, so sieht das hier immer aus. Mit den Fahrrädern, mit dem Boot, man kann halt gar nicht mehr laufen. Überall steht alles rum. Hier von dem Lastenrad noch die Bauteile. Hier ist halt noch Messegedöns drin. Wir haben teilweise sogar Beton dabei, richtig schön effizient. Und ja, leider, ich stelle sagen, wir haben von der Messe, haben wir ja nichts aufgenommen, tut mir wahnsinnig leid, so kann man halt nichts machen. Wir haben halt 2 Tage durchgebabbelt und 4 Tage durchgearbeitet. Das ist ja auch für die Firma, also ich muss ja auch noch normal arbeiten, deswegen ist es halt leider nicht möglich. Und auch beim Gerhard waren wir total fertig und müde im Endeffekt. Und dann von diesen Eindrücken auch überwältigt, hier jetzt genauso. Ich meine, wir stehen hier einfach so bei jemandem im Hof und gebt euch mal das hier, ne? Da kannst du dich nicht dran satt sehen. Das kannst du auch nicht in ein Video reinpacken, also das ist halt so. Ne? Tut mir echt sorry. Ja, jetzt geht's auf die Rückreise, jetzt fahren wir 600 Kilometer zurück. Camper macht sich wunderbar, wunderbares Bergfahrzeug, geht richtig geil ab. Und wir gucken mal, ja, was wir noch aufnehmen, was wir noch zeigen. Und los geht's, würde ich sagen. Boah, jetzt geht's aber los hier. Siehst du das? Wo sind wir hier heute schon wieder? Wir sind wieder in Deutschland. Wo sind wir wieder in Deutschland? Jetzt gleich. Hier. Und schon fahren die Leute wieder alle scheiße. Ich krieg so die Krise. Das ist eine Einfädelspur. Bis wohin nutzt man die? Bis zum Ende. Leute. Da vorne stand die Polizei. Ja, das war's dann jetzt mit dem schönen Fahren. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch rausgerufen. Hör mal auf. Am Anfang gesagt. Und jetzt seht ihr uns einfach mal ein paar Mal am Auto mit so ein paar Eindrücken und wir anlabern.
Es wird halt ein Roadtrip-Video, werde ich halt so dann bezeichnen einfach. Dann bin ich halt natürlich fein raus mit der ganzen Quatsch. Ne? Aber auf jeden Fall, wie ich gerade eben gesagt habe, das Video beim Andreas wird richtig geil. Weil da sind wir auf den Berg raufgefahren. Wir sind durch Gletscher gelaufen. Wir sind mit den Fahrrädern gefahren. Wir hatten eine kleine Panne. Wir sind gewandert durch den Wald. Wir sind mit den Zügen gefahren in den Berg. Wir haben uns die Züge angeschaut. Und das haben wir fertig alles gefilmt. Aber das hier müsstet ihr euch jetzt vorher ansehen, damit die Reihenfolge passt. Und dann könnt ihr euch freuen aufs nächste Video. Da werden wir dann zum Fahrrad, wo wir antreffen, in Nürnberg fahren, aber mit den Fahrrädern. Und was soll ich sagen? Grundsätzlich die Reise jetzt 1000 Kilometer hinter uns gebracht hiermit. Jetzt zum dritten Mal kurz einen Getriebefehler gehabt. Aber jetzt war es das Time Camper. Jetzt kommt das Getriebe auf jeden Fall raus. Das war die letzte Fahrt, die ich machen musste. Getriebe kommt raus. Und dann wird das halt sich angeschaut für die Leute, die das sich interessieren, die selbst dieses Problem haben. Sorry, dass ich euch nicht geschrieben habe. Ich kann nicht jede Sache schreiben. Ich habe auch mal Urlaub und dann habe ich auch mal Familie. Das kannst du mal ein bisschen gerade halten, das mal bitte. Ja, ja. Das muss ich doch jetzt machen. Egal. Sorry an der Stelle halt. Und grundsätzlich zu diesem Camper, zu dem Reisen. Hier muss natürlich noch voll viel gemacht haben, habe ich gemerkt. Ich will das alles schöner haben, einfacher. Gut, wenn du ein Boot in der Mitte hast, ist das eh scheißegal, da fuckt dich das Boot halt immer. Aber zum Fahren von dem Teil, zum Verbrauch, also wie gesagt, wir sind 1000 Kilometer gefahren, haben einen Durchschnittsverbrauch von 10,5 Liter gehabt, durch die Schweiz selbst auch, nur Landstraße gefahren in der Schweiz, um uns die 44 Euro zu sparen im Endeffekt. Ist halt mehr egal. Hat sau Spaß gemacht, berg runter ist dieses Fahrzeug auf jeden Fall fahrfähig. Die extreme Bremsung durch die Motorbremse, da brauchst du nichts machen, da hast du kaum Bremsverschleiß, du hast eine fette riesen Bremse, da braucht man sich auch keinen Kopf machen. Natürlich muss ich sagen, ich bin hier im Bereich 3,1 Tonnen unterwegs, ne, in diesem Zustand, weil ich den ja sehr leicht gelassen habe. Wenn du natürlich 3,5 Tonnen und dann drüber gehst, ne, das ist halt dann exponentiell zu sehen einfach. Ja. Sonst freut euch auf die nächsten Videos, kommentiert mal, was ihr dazu sagt jetzt oder was ihr sehen wollt. Messe tut mir sehr leid, haben wir keine Zeit gehabt, die Zeit zu. Und Pascal, was geht bei dir, was willst du uns sagen? Ja, war ein wunderbarer Urlaub. Glocke aktivieren, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Haben die nicht bis hier hingeguckt? Das ist ja nur Labervideo. Haut rein, bis zum nächsten Mal.